sind schon zwei Jahre vorbei. Sie ist nie richtig drüber weggekommen, sie ist nie vor sich ein. Eine Träne fliegt in Espresso über ihr Gesicht, Lampenhaar. Ein attraktiver Typ setzt sich an den Tisch und spricht sie an. Hallo, sie schaut apathisch empor und ist wie getroffen vom Blitz. Für die Rosalie ist die Liebe auf den ersten Blick. Rosalie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre du gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein am Sonntagmorgen. Rosalie, oh Rosalie, sie fühlt sich im Paradies. Er ist ihr vertraut und alles steht still rund um sie. Seit einer halben Ewigkeit hat niemand mehr mit ihr geflirtet. Er gibt ihr ein Kompliment, bis sie sich schämt und völlig errötet. Er fragt sie nach dem Namen und sie sagt Rosalie. Er sagt, schau mein Amor, ich habe eine Rose für dich. Das ist zwar nett, aber ich kann es unmöglich annehmen. Wir kennen uns gar mal ein paar Minuten, ich hoffe, du verstehst es. Rosalie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre du gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein an einem Sonntagmorgen. Sie nimmt die Rosen an und sagt, ich kann nicht dir noch mehr danken. Hebt eine offene Hand entgegen, es mache ich nur voll Franken. Das ist mies, das ist fies, ich hab gemeint, sie sich für mich. Er steht auf Wiedersehen und läuft zum Tisch wie ein Wein. Hallo, hübsche Frau, wie ist Ihr Name? Melanie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre du gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein an einem Sonntagmorgen. Rosalie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre du gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein an einem Sonntagmorgen. Rosalie.